Köder auf den Tisch legen. Klingt so einfach, ist es aber nicht. Das muss der Tisch da alleine sein. Aber erst einmal, hallo allerseits und willkommen zurück bei Far Cry 5. Zählt das auch als Tisch? Plündern nehmen. Na, das will ich jetzt gerade nicht machen. Jetzt gucke ich mal auf der Karte. Wir sind eigentlich genau da. Das soll der Tisch sein. Aha. Verstehe, wer will. Das sind drei Tische und dann das Ding, was... Das stand auch drin. Sowas wie ein Tisch. Ach, das Dach der Hütte. Okay. Seltsam. Dann sollen sie mir gleich sagen. Platziert es auf diesem tischähnlichen Ding. Nee, auf den Kisten. Auch interessant, die gehen erst drauf los, wenn wir womöglich auf dem Dach sind, hä? Aha. Deputy, also, was? Ich bin sicher, dass ich der Ködermischung Adrenochrom eingefügt habe. Nur es gibt ein Problem. Ich starre gerade auf eine volle Ampulle. Also habe ich es vielleicht doch nicht reingetan. Keine Ahnung, wie sich das aufs Ergebnis auswirkt. Solange wir den Köder noch nicht ausgelegt haben, können wir unseren Plan überdenken. Gib mir noch einen Moment. Kommt ihr denn her? Hehe, dem ist alles egal. Haltet doch mal still. Bitte alle Angels und Kultisten. Da fliegt ein Stinktier. Fälle von Tieren, die sich damit den Bauch vollgeschlagen haben, gehen auch. Sammle so viel du kannst und bring mir die neuen Proben. Ehrlich, gut, dass ich das gemerkt habe, bevor du das Falsche genommen hast. Ich bin zu 75% sicher, dass das funktionieren wird. Diese Prozente. Also als man früher mal Tiere hochgejagt hat, der lebt ja noch, der Kleine. Ich wollte ihn heute am lebendigen Leib. Als man früher Tiere hochgejagt hat, Far Cry 4 zum Beispiel, dann waren die Fälle immer beschädigt, unbrauchbar. Hey, kleiner Kerl. Den habe ich ja schon eingangs geplündert. Und die beiden gerade eben. So, und dich würde ich ganz gerne wieder mitnehmen. Drei unbeschädigte Grizzlybären heute. Zwei unbeschädigte... Oh. Liegt hier noch einer von deinen Kollegen? Ansonsten musst du leider dran glauben, kleiner Kerl. Du tust für die Sache. Sag ich dir. Bleib da mal still stehen. Oh, so fies. Upsa. Gott, dreimal Grizzlybären. Das hat ja schon beim letzten Mal gut geklappt mit den Bären. Da war gar nichts mehr drin. Macht unser Auto da hinten? Wer hat denn das da hinten geparkt? Grizzlybären aus der Luft geholt? Nein. Jazz, mitkommen. Darfst dich wieder bewegen. Jazz, wo bist du denn? Alles klar. Auf dem Weg. Ah, jetzt. Bin hinter dir. Dann gucken wir mal eben auf die Karte. Schwarzbär. Zählt das auch als Grizzlybär? Regenbogenforelle. Bison, knapp daneben. Fisch. Wolf, nee, Puma, Entschuldigung. Kein Bär, Puma. Truthahn. Beifußhuhn, okay. Das ist ja schon wieder ein komplett falsches Gebiet. Wobei falsch, was heißt das schon? Hier dieses Pronghorn, genau. Fangzentrum. Das ist wieder zu weit oben. Ja, bei der Tierpräparation müssen wir noch vorbei. Hier gibt es ja gar keine Markierung, was für Tiere hier sind.
Gibt es direkt Grizzlybärengebiete? Das ist jetzt die Frage. Wo sind die ganzen Symbole hin? Ich muss da wirklich so, na, nicht ganz nah rangehen, aber schon sehr nah ran. Der Schwarzbär, du auch? Ja. Da ist so ein Arcade-Automat, das sieht ein Bison. Ebenso. Pronghorn. Beifußhuhn. Mhm. Fisch. Ich würde sagen, ich fahre einfach mal zum Schwarzbär. Weiß nicht, ob Schwarzbären auch Grizzlybären sind. Aber ich wüsste gerade keine andere Möglichkeit. Hier in der Nähe ist nichts, ne? Vielleicht ist hier auch noch ein entsprechendes Gebiet. Wir müssten halt bloß mal hin. Wobei, das ist schon ganz schön weit drüben. Bisschen mehr, okay, zu klein. Hm. Sagen wir, fahren einfach mal hier rüber. Oder wollen wir gleich laufen? Ist kein Geländeauto. Nicht komm, Jess. Auf dem Weg. Da bin ich jetzt mal gespannt. Das ist bestimmt so ein Flieger mit Wasserlandemöglichkeit, also einer von uns. Darf ich? Jetzt. Da oben nichts mehr zu tun. Der Arme. Oh, falsche Seite. Da ist was. Oh, oh. Oh, oh. Na doch, schaff mal. Ist die Frage, kommen wir jetzt hier hoch? Hier vielleicht mit der Stufe? Könnte hinhauen. Wobei, vielleicht eben genau deswegen nicht. Wobei, hier. Ha, oh, das schaffen wir. Das schaffen wir. Wenn wir das nicht schaffen, dann schaffen wir es nicht. Aber das sieht so einladend aus, so einfach. Oh Gott. Ich gehe mal etwas schräger, damit es etwas einfacher wird. Da wird der Weg zwar auch länger, aber es geht noch nicht. Jetzt. Na, nicht drüber hinaus. So, wo bist du? Wildes Tierchen, komm her. Ist der natürlich wieder abgedampft. Hier sind Geräusche zu hören, aber eher Vögel. Ein sauberer Kopfschuss ist schon klasse. Ein Pfeil direkt durchs Auge. Gut, noch bevor sie am Boden aufkommen. Das müsste der auf der anderen Seite sein. Zum Glück habe ich nicht das Auto genommen. Apropos Auto, ich schätze mal, das Ding ist jetzt despawned, weil wir zu weit weg sind. Na, wo wirst du denn so geschwind hin? Bleib doch mal hier. Ach, der ist schnell. Wir brauchen ein Fahrrad. Oh. Sind amerikanische Schwarzbären gleich Grizzlybären? Ich kann es mir durchaus vorstellen. Au. Jess, mach doch mal mit. Sag Bescheid, wenn du was findest. Nee, Schwarzbären sind keine Grizzlybären. Toll. Echt toll. Und wo finde ich jetzt diese Häute? Ah. Karte noch mehr aufdecken oder noch genau hinschauen. Vielleicht gibt es hier unten noch ein entsprechendes Gebiet. Wobei, die werden jetzt schon angezeigt, bevor ich da hingehe. Weil da hinten waren wir noch nicht, ansonsten wäre hier die Karte schon aufgedeckt. Bison, habe ich ja schon geguckt. Kann man sich eigentlich nur bestimmte Sachen anzeigen lassen?
Zentrieren zurück. Orbit zentrieren zurück. Zoom. Scrollen Widerstand. Aber scrollen ist auch, also Zoom. Guck ich. Ach, herrje. Ich verfolge die noch, aber auf der Karte wird nichts angezeigt. Kein spezieller Sammelort. Forelle, Huhn. Das ist auch wieder Pronghorn. Die gibt's überall, oder? Mhm. Das ist Puma, ja. Aber Stinktier-Sammelgebiet gibt's nicht direkt. Das ist auch wieder so ein Huhn. Hier oben kann ich mir auch so einen Grizzly vorstellen. Ah. Dann ist also Cheeseburger ein Grizzly. Jetzt müssen wir da ganz hoch vor Drubman. Oh Mann. Unterwegs können wir doch bestimmt noch 10 Missionen machen, oder? Da zum Beispiel. Hallo? Gut, dann gehen wir da mal hin. Also bahnen uns den Weg. Einen Außenposten haben wir hier zwischendurch nicht. Zumindest keinen, der jetzt schon sichtbar ist. Hallo? Hier spricht Miss Mabel. Hallo? Der Kult hat die kleine Peaches geärgert und jetzt beißt sie den Wichsern ihre Schwänze ab. Wenn sie einer sieht, sagt mir Bescheid. Alles klar. Wir könnten sogar direkt schnell reisen, weil wir da schon mal in der Nähe waren. Das will ich auch noch machen, weil der Typ ist irgendwie interessant. Ob das noch was wird? Ja, hallo. Ich könnte schnell reisen, aber nein. Wir müssen auf jeden Fall in den Norden. Da ist Jess. Ein Flieger wäre jetzt gar nicht so verkehrt. Aber nicht Tulip. Zumindest nicht, wenn Adelaide hinterm Steuerknüppel sitzt. Weil das dauert lange, ewig lange. Da kann ich auch gleich hinlaufen. Am Ende scheitert die Mission noch, weil sie irgendwas macht. Damit er scheitert. Was ist denn da los? Ob die einen Flieger für uns haben? Die tanzen wieder. Das ist keine Tätowierte. Warum habe ich sie jetzt markiert oder war das jemand anderes? Bei ihm kommt nichts. Das könnte müßig werden. Hier ist immerhin eine Straße. Hier könnte ein Fahrzeug vorbeikommen. Aber die Wahrscheinlichkeit sehe ich als sehr gering an. Das Einfachste wäre wirklich ein Fluggerät. Oder ein richtig schnelles Auto und dann eine richtig gute Route finden. Kann mir denn keiner ein Auto vorbeibringen? Du vielleicht? Oh, dankeschön. Kleines Tier. Ist immerhin ein Anfang. Wir müssen einfach nur in den Norden. Ich kann nicht mal die dicke Straße benutzen, die asphaltierte, weil die führt mit einem Umweg dahin. Muss ich erst ganz da hinten rumfahren, das wäre blöd. Ich könnte zum Gefängnis, ich fahre glaube ich zum Gefängnis und schnapp mir da einfach ein Fluggerät. Ah nee, da gibt es ja keine Fluggeräte. Doch. Ei, hier geblieben. Autochen. Kann ich auch direkt reinfahren? Reinfliegen? Oh. Oh. Indianer hört ihn kaputt. Ich hab Jess vergessen, wir müssen nochmal zurück. Ich bin schon vorgegangen. Der muss doch hier hinten sein, weil hier hinten ist ja Platz, da hinten, da vorne nicht. Du wirst nie wieder für einen Drink bezahlen, solange du lebst. Das ist nett. Na, hast du noch eine Nebenmission für uns? Hab eine ganze Weile gebraucht, um zu kapieren, dass einen das ganze Zeug nicht zum besseren Kopf macht. Ganz im Gegenteil sogar.
Keiner hat gerne einen Soldaten vor der Tür stehen. Die Leute reden nicht mehr, werden ängstlich, nervös, wütend, schon bevor man überhaupt den Mund aufgemacht hat. Hör auf zu rauchen, ist nicht gut. Das zweite Mal hinter Gittern, aber diesmal freue ich mich drüber. Waffen sind. Waffen sind? Doch, da vorne. Es wird schwer für die Peggys, das Gebäude zurückzuerobern. Fort Knox ist ein Scheiß dagegen. Da oben oder wie? Oder doch draußen? Nee, draußen. Ich hab's mir schon wieder nicht genau angeguckt. Das ist außerhalb. Auch da, oder? An so einem Mast. Kaufen wir uns mal ein Fluggerät. Ja, wir müssen uns eins kaufen. Das ist ja blöd. Es ist Tulip. Nein, nicht ganz. Tulip anders. Tulip gehört uns schon. Bevor ich mir so ein dickes Ding hier kaufe, was eh nicht anders aussieht als die anderen. Wobei, das hat ein Geschütz, aber Tulip auch. Dann hole ich mir Tulip. Die können ja auch nicht mehr. Insofern. Komm mal her. Jess, du musst einsteigen. Die Lackierung ist neu, oder? Der Schatten verrät, Jess ist drin. Na dann mal los. Wie schnell das geht. Mit einem Gewehr zu jagen ist, als würde man mit einem Vorschlag meine OP durchführen. Echte Jäger jagen mit dem. Diese Weitsicht ist schon toll. Na, da oben steht was nicht mehr. Zumindest nicht mehr so, wie es sollte. Aber so soll es ja. Wir müssen auf jeden Fall dran vorbei, das ist klar. Kann ich mich irgendwie orientieren? Hier kommt irgendwie so eine kleine Wand, auf jeden Fall übers Gewässer. Da drüben, siehst du? Nee. Wo da drüben? 12 Uhr, 11 Uhr, Norden, Osten, Süden. Über uns. In unserer Hosentasche. Mensch, Jess. Das ist hier dieser kleine Hang. Da ist auch das Gewässer, der Fluss. Wenn da gerade jemand auf der Straße ist, toll. Okay. Ist aber die Tankstelle. Hallo? Hm. Hallo? Zum Glück habe ich es noch geschnallt. Das da also. Sieht sehr unscheinbar aus. Boah, das Landen dauert wieder lange. Ich darf nicht so hoch fliegen. Ich werde die Mission einfach mal aktivieren. Gibt's die hier schon? Ne, wir müssen erst was abholen, so rum. Erst was abholen. Wir waren hier noch nie wirklich. Miss Mabel. Oh, da ist sie. Soll sie nicht schnitzeln. Sie ist ja drauf. Man hört sie sogar durch den Helikopter. Es fehlt mir gerade noch, dass mir mein Schmuck abhanden kommt. Oh, vergiss es. Ist mir egal, was du bist. Ich brauche Hilfe. Na, aber so nicht. Jess, sind wir Italienerin? Alle schweigen sie. Endlich etwas Hilfe. Hat auch lange genug gedauert. Ja, ist ja gut. Es wird noch länger dauern, weil ich mache erstmal eine kleine Pause. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und ciao, tschüss.